So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Mindhurst. So, genau, wir waren gerade dabei hier. Bisschen Erde klatschen noch. Irgendwie will ich jetzt die ganze Erde da oben rausklauen. Das ist so viel schöne Erde. Die können wir so gut gebrauchen. Für was auch immer. Ganz ehrlich, ich bin gerade so süchtig danach. Ich mach mal hier. Entschuldigung. Und Schippe ist ein bisschen langsam, ne? So, Cleanstone. Ja, da muss ich jetzt natürlich mal hochspringen. Natürlich ein bisschen blöd. Wobei ich kann eigentlich auch hier gegen bauen. Ist sehr knapp. Ah gut, erstmal hier. Boah, so hochgucken, dann kriegst du halt immer Kopfschmerzen, ne? Scheiß die Wand an. Ich sollte vielleicht doch lieber mit Springen arbeiten. Also, so hier. Ja, funktioniert auch nicht, weil ich irgendwo hängen geblieben bin. Ach so, an dem Holzklotz. Natürlich bin ich am Holzklotz hängen geblieben. Ist doch nicht wahr. Oh, machen wir mal lieber so hier. Klappt das? Ne, klappt nicht. Nicht so gut, wie ich dachte, wie ich gehofft hatte. So, machen wir mal so. Gucken, wie weit wir so kommen. Nicht so weit. Schade eigentlich. So, hier würde ich gerne noch einen kleinen Aufgang lassen. Oh, das war schon mit dem Cleanstone. Okay. Auf dem Planeten gibt es bereits genug Tiere. Bei mir. Guck mal, hier sind schon wieder diverse Küken ausgebrochen. Das ist natürlich Kacke. Warum kommen die ganzen Küken hier durch? Oder spawnen die einfach alle hier ausgerichtet direkt bei. Nee. Die kommen auf jeden Fall schon durch. Das ist schon offensichtlich so. Ja, die Schafe sind auch mittlerweile wieder alle draußen. Alter, das gibt's doch halt gar nicht. Also irgendwie sieht das noch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Und wir brauchen eine Kiste für Stone und Erde. Da werden wir nächste Zeit scheinbar so viele bekommen. Well, ich brauche noch ein bisschen Heu. Ja, da werden wir in nächster Zeit so viel bekommen. Hey, die reinkommen. So, was noch welche? Hier sind noch welche. Alle herkommen. Einmal bitte alle zu mir. Heute macht Himmel für dunkel. Das Schöne ist auch der Sonnenuntergang. Es geht jetzt natürlich länger, ne? Könnt ihr mal langsam. Oh mein Gott. Was mache ich mit dem? Du kannst die Schafe halt gar nicht schnell genug nachpflanzen, wollte ich gerade sagen. Nachzüchten, wie die hier immer rausrennen. Vor allem scheinen immer gleich mehrere mit einmal rauszurennen, ja? Ist ja nicht mal nur so ein bisschen so, sondern. Haben alle? Scheint so. Okay. Sehr gut. Warum sind hier Küken drin?
Alter, was ist denn los mit euch? So. So, schnell. Ich muss pennen, bevor die Monster kommen. Nein, nein. Was habt ihr getan? Ihr Monster. Los, reinkommen. Komm rein. Ja. Du am besten auch. Kommt jetzt rein oder nicht? Hey, ich glaube, da kommt nicht mehr rein. Na gut. Auch nicht. So, ganz schnell hier. Hopp und ab ins Bett. Hey, hey, hey. Da kommt Freude auf. Tralalala. Ich erwische die aber auch nie, wenn das hier aktuell ausbrechen, ne? Ich meine, ganz ehrlich, im reellen Leben würden die Schafe oder würden Tiere ja nicht die ganze Zeit gegen Zäune rennen. Ja, sondern die wissen ja, dass da ein Zaun ist, die sehen den Zaun, ja? Das heißt, sie halten ja immer ein bisschen Abstand. Also könnte man doch genau das in die Mob-API einbauen. Dass sie halt gar nicht so sehr bei den Zäunen rumhängen, sondern dass wenn die quasi am Zaun sind, einfach wieder einen Schritt zurück machen oder einfach die Richtung ändern oder sowas. Und auch damit könnte man noch dafür sorgen, dass sie nicht durchglitschen. Also klar, man könnte den Zaun natürlich weiter absichern, dass auch der Zaun besser funktioniert. Aber man könnte es auch auf Seiten der Tiere machen. Also hätte man zwei Einstellschrauben. Wenn man das ein bisschen besser macht. Okay, also bei den Kühen sind es halt hart zu viele. Da ist halt Action. Guck mal, der hier alle direkt am Zaun rum. Ist halt. Wir lassen die Tiere erstmal Tiere sein. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. So. Wir waren hier drin zugange. Und wir haben keinen Cleanstone und wir haben keine Schippe gemacht. Wir haben also wieder alles das, was wir machen wollten, nicht gemacht. Diese Bilanzen, die sind halt so gut. Wir haben jetzt aber auch kein Eisen mehr. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Eisen machen. Hätte ich gleich über Nacht machen können. Haben wir es nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Nee, haben wir nicht. So, erstmal hier ein bisschen, wobei das brauchen wir gleich. Aber du kannst weg. Da haben wir doch schon eine, oder? Ja, genau, wir haben schon eine. Das ist eigentlich ganz geil. Teleportiert sich beim Aufbrechen. Okay. So, wir wollen. Was wollen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen erstmal Stone. So, wir machen erstmal ein 64er Stack. Das ist schon wieder fast die Hälfte von dem, was wir haben hier. Die gute Kohle wie gewonnen zu zerronnen. Das ist doch traurig. Ja, da droppt schon wieder was. Diese Küken, ne? Was ist los mit denen? Ich hab doch genau gehört. Ah, guck mal, siehst du, da ist ein Schaf gerade durch. Das Schaf ist gerade durch den Zaun durchgeglitscht. Guck mal, hinten das Schaf. Das da. Das war auch gerade hier so ganz komisch im Zaun. Okay, da. Die drückt mich so hoch, oder? Oder sah gerade so komisch aus von meiner Perspektive aus. Von hier sah es so aus, als wenn die beim Rückwärtslauf sich so hoch drücken. Vielleicht habe ich mich auch da nur getäuscht. Fand das auf jeden Fall mal falsch. Danke.
Der geht auch wahrscheinlich nicht mehr raus, kommt die wieder weg. Die Kühe sind ja auch schon wieder alle rausgeglitscht. Da hinten war noch eine Kuh. Oder die sind hier echt zufällig gespawnt gerade. Aber die waren alle so perfekt um den Zäune drumherum. Bezweifle ich, dass die da direkt gespawnt sind. Und hier geht natürlich auch wieder die Action ab. Jo, geil. So, dann sollte ja mittlerweile unser Gestein fertig sein hier. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch eine Schippe. Aber da brauchen wir erstmal Eisen für. Achso, dieses Eisen habe ich jetzt noch gar nicht drin. Das heißt, wir müssen auch mal ein bisschen Eisen machen. Da mache ich erstmal 16 sollten erstmal reichen. Ich meine, es ist ja nicht so wie bei Mindtest Game, dass man auch das Roheisen für irgendwas gebrauchen kann. Nämlich dieser Technics-Mod bei dem Creative Server. Da muss man immer ein bisschen Rohstoffe bereithalten, weil man auch die gebrauchen konnte. Das heißt, hier in Minecraft könnten wir durchaus schon alles einschmelzen, aber ich will jetzt noch nicht so viel Kohle ausgeben. Das ist eher die Sache. Deswegen erstmal nur 16 und dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen halt definitiv mehr Kohle. Wir müssen einfach mal gucken, dass wir irgendwo eine schöne Bergklippe finden, wo schon viel Kohle zu sehen ist. Oder mal in eine Höhle gehen, aber bei den Höhlen waren wir doch soweit schon alle. Ne? Da haben wir überall schon alles abgebaut. Schon wieder welche ausgebrochen hier. Ja, weiß ich nicht. Oh, das dauert mir gerade echt ein bisschen zu lange. Na gut, wir brechen mal der Stelle ab. Reicht das mal an Cleanstone. Ja, haben wir zumindest schon mal 24 oder so. Ach guck mal, haben wir noch ein bisschen. Ach nee, ist Granit. Okay. Ach stimmt, da war das blaue Diorite und dieses weißliche Gestein, das war dann Andasite. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Wir haben noch von beiden was. So, rein mit dir. Ganz ehrlich, komm hier. Mach gleich 4. Nee, haben wir gar nicht. Was? Doch hier. Genau, das Andasite und dann müsste ja das Weiße, von dem haben wir aber nichts. Das müsste den Diorite sein. Und die nächste Schaft durchgeglitscht. Das ist doch Kacke. Ich bringe jetzt einfach nur noch rum, ganz ehrlich. Da führt euch lieber die Schafe, die da sind, noch ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist einfacher auf lange Sicht. Und damit das aber auch nicht zu unserem Albtraum wird, müssen wir mal hier schön abernten. Damit wir auch genug haben, was wir actually verfüttern können. Naja, wir haben mittlerweile so viele Tiere. Die Tiere essen halt viel mehr als wir. Ja, weil ich dachte auch am Anfang, vielleicht kann es daran liegen, dass die Schafe so schnell verschwinden, dass wir, weil wir sie nicht gefüttert haben, die einfach verhungert sind in dem Moment. Aber ich meine, jetzt mittlerweile sieht man ja ganz klar, dass sie wirklich immer ausbrechen. Und da ist halt Bullshit. Eine Reihe fehlt noch. Keiner. So, jetzt hier. Ganz klarer Fall, wir haben bloß noch 16. Wieder nur 16. Ich habe gerade so viel gepflanzt. Abgeerntet meine ich doch. Wir können wieder nur 16 haben. Egal. So, immer schön hier Action. Okay. Ja, Stieg.
So, Eisen sollte jetzt fertig sein. Nö, noch nicht. Was braucht das lange? Na gut, da reichen doch 16 Stück. Wenn es so irgendwie braucht. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Mit dir? Weg mit dir, weg mit dir. Und mit dir. So, so. Nee. Du kommst mit da rein. Du auch. Okay. Und dann bauen wir uns mal direkt mal gleich zwei Schuppen. Hey, wir haben ja noch eine Schippe. Ist die Schippe nicht kaputt gegangen? Die ist doch unten in der Höhle gerade kaputt gegangen. Da hatten wir doch gerade die Erde abgebaut und dann ist sie doch kaputt gegangen. Das verstehe ich jetzt so überhaupt gar nicht. So kein bisschen und so. Okay. Dann ist das halt so, sag ich mal. Schon wieder ein Ei. Okay, die Schweine kommen so anzüglichen. Ich glaube, es sind einfach insgesamt zu viele Tiere, dass der ABM so selten aufgerufen wird oder so niederfrequent aufgerufen wird, dass sie einfach zwischen zwei ABM-Schritten durch den Zaun durchglitschen. Das ist meine Vermutung halt, ne? Wir haben einfach zu viele Tiere. Von daher lassen wir Tiere erstmal Tiere sein. Ja, passt jetzt schon. So. Okay, dann klatschen wir doch mal noch ein bisschen Erde. Warum ist hier unten... Hä? Wissen die nicht direkt... Nur wenn ein anliegender Block Grasblock ist? Oder arbeitet ihr jetzt hier auch mit einer Range? Das wäre interessant. So, Problem ist, was ich jetzt hier habe. Wenn ich jetzt hier zu viel Erde abbaue, dann könnte ich wieder Monster spawnen, ne? Ja, das wäre vielleicht gar keine so schlaue Idee. So, jetzt ist er aber kaputt. Oder tut die wieder nur so, dass sie kaputt ist? So, da vorne ist Gras, da muss ich also aufpassen. Reicht jetzt auch hier, komm, Feierabend. So, wir brauchen Clean Stone. Genau. Und hier kann man Lücke lassen, aber hier muss zu. Perfekt. So. Achso, die Reihe hätte ich eigentlich auch lassen können, kommt später dann wahrscheinlich ein Baumstamm quer. Naja. So, Holz. Ich schon mein Holz. Die Sache ist, ich mache da erstmal Holz hin, ganz ehrlich. Weil wahrscheinlich sieht man die später eh nicht. Achso, jetzt kann ich hier natürlich, muss ich hier so machen. Wahrscheinlich sieht man die später eh nicht, weil ich will jetzt ja zum einen hier einen Holzbalken so quer hin machen, aber auch so Holzbalken. Das heißt, zu allen Seiten sind die dann verdeckt. Da muss also gar nicht zwingend Holz hin. Natürlich macht das Bauen wesentlich einfacher, weswegen ich überlege, ob ich die doch einfach drin lasse. Aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller, da einfach Erde reinzuklatschen oder sowas. Mach ich auch. Oder Stein. Davon bauen wir so viel ab. Das ist wirklich nicht schade drum, wenn wir ein bisschen Stein drin versinken. Komm her. So. Vor allem ist natürlich ein bisschen schade. Scheiße. Und den ganzen Clean Stone. Yay. Den wir da oben jetzt verbraten haben. Der auch verdeckt wird. Weil den müssen wir richtig brennen. Das heißt, dann wird schön viel Kohle verschwendet. Eine Scheiße. Wie man es macht, macht man es falsch. Da ist so armselig. Yay. Jutschen, okay.
So, dann haben wir doch schon mal. Fast das Holzgerüst fertig. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ah, ich habe jetzt hier ganze Cleanstone und sonst gemacht. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Da blutet mir direkt wieder das Herz. Ja, wie gesagt, wir gehen wahrscheinlich dann mal die nächste Folge oder so. Erstmal auf eine Kohletour. Denn das kannst du ja so keinem. Guck mal, die Blöcke können auch direkt weg. Die ist natürlich auch nicht mehr. Habe ich ganz vergessen, da kommen ja diese Treppen gegen. Ja, genau, wie gesagt, machst du noch die Treppen rein. Oh, die war halt. Oh, ernsthaft jetzt? So schräg stand ich doch gar nicht. So, voilà. Also, da fehlt noch was. So, in dem Stil gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da kommt dann hier, das ist ja eigentlich nur der Durchgangsbereich und hier kommt dann kommt noch so eine Tasche rein oder halt noch ein Gang da hinten, wo dann die eigentlichen, oder nicht unbedingt ein Gang, aber zumindest geht hier noch weiter rein, wo dann die ganzen Kisten und Dwar oder wie die Dinger heißen, also die Dinger, wo man sehen kann, was drin ist. Ja, das Ganze. Ne? Gut, aber ich würde mal sagen, wir gehen, wie gesagt, erstmal auf eine Kohletour. Sonst sterbe ich hier noch. Wir sind ja auch schon alle getraut, ne? Und der nicht? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass so eine Küken spawnen. Hallo? Ah, bloß ein Küken. Ein Hund. Okay. Die Pferde lasse ich mal. Die brauchen zu viel oder die verbrauchen mein Schwert zu stark. So, dann krallen wir uns mal unser Boot und begeben uns mal auf eine Bootstour. Genau, Verpflegung haben wir. Achso, Butter habe ich auch dabei. Interessant. So. Oh, hier ist auch noch was. Die lasse ich auch mal da. Axt haben wir. Schwert haben wir auch. Du kannst auch hier bleiben. Du auch. Ja, ja. Holz haben wir, ne, so Sticks haben wir ja dabei. Die Kiste ist halt jetzt schon voll, ne? Naja, wie gesagt, wir bauen ja aktuell unser Lager schon aus, aber wir bräuchten eigentlich jetzt schon mehr Kisten. Das ist ja annehmlich. Weißt du was? Hier kommt. Hat nicht so geklappt. Warum spawnt da nichts? Hat jetzt einer gespawnt oder habe ich den gerade getroffen? Also entweder ist das Küken, was da jetzt hinter versteckt ist. Das da, das Küken, ist entweder gerade gespawnt oder ich habe gerade mit dem Ei abgeschossen.
Eins von beiden. So, let's go. Wer da macht denn eine Bootstour? Fackeln habe ich ja dabei. Ach nee, ich habe keine Fackel. Wir haben ja alle hingesetzt. Wir voll der Bus. Ich glaube mal schon eine Fackel oder zwei oder 500. Okay. Da steht ein Pferd auf dem Flur. So. Wir machen mal erstmal hier da eine hin. Da eine hin. Hier eine hin. Hallo. Und die kann da bleiben. So soll es hell genug sein. Und viel heller wird es später eh auch nicht. So, jetzt haben wir 7 Fackeln zu mitnehmen. Sollte reichen. Warum ist hier eine? Ah ja, aber was hier, ne? Hier, wir hatten ja hier. Ich würde die aber gerne hier raufstellen. Das macht optisch wahrscheinlich mehr Sinn, als sie irgendwo rumstehen zu haben. Haben wir wirklich noch rumstehen? Nee, wir haben ja gar keine mehr rumstehen. Wir hatten die hier nur letztens übersehen gehabt, ne? So, jetzt haben wir 8. Eine viel schönere Zahl. Hey. Was ist hier los? Die werfen hier schon wieder mit Eiern. Das höre ich doch genau. Guck mal, ich treffe den, obwohl ich den gar nicht. Das ist doch blöd. Ich hab die nicht mal im Visier und treffe die trotzdem. Das ist doch. Kann man also so nicht machen. Kann man so definitiv nicht machen. Da schieße ich die ganzen Viecher ab. Also das nicht nett. Warum? Okay, komm. Habe ich ein Haustier. Warum? Warum willst du mit? Was ist dein Problem? So, können wir direkt mal darunter gehen, gucken, ob da. Ah ne, da war bloß ein Minenschacht, wo wir schon drin waren, soweit ich weiß, ne? Egal, wir getroffen mal runter. Okay, aber wir hatten hier, glaube ich, schon alles abgegraben gehabt. Und zwar auch die Kohle. Wobei, nee, da nicht direkt Kohle. Ja, da war der Ronny wieder sehr gründlich. Oh, guck mal, wie viel Kohle hier ist. Wieso haben wir die hier liegen lassen? Wir sind ja. Ist ja hier. Oh mein Gott, wie dumm kann man eigentlich sein? Und die Spitzhacke ist tot. Die gehen irgendwie viel schneller kaputt, als ich in Erinnerung hatte. Ich dachte, die halten so eine halbe Ewigkeit oder so, aber nee, gar nicht. Guck mal, wie viel Kohle hier ist, Alter. Oh mein Goodness. So, hier müssen wir gleich wieder nach oben kommen. So, ein bisschen heller direkt. Sehr schön. Oh, Alter, guckt euch da. Okay, gut. Viel Wettersuchen brauchen wir also gar nicht. Allein in dem Minenschacht haben wir schon mehr als genug Kohle. Vor allem ist halt direkt bei uns vor der Haustür. Das heißt, wir können ja jederzeit wieder herkommen. Schon aus dem Grund müssen wir also nicht unbedingt alles mitnehmen. So, wenn wir nur hier wieder hochkommen. Und ich glaube gerade ein Monster gehört zu haben. Ja. Was tue ich eigentlich gerade? Warum? Ich war doch gerade ein. Hä? Was habe ich hier gerade getan? Sag mal. Geht doch. Ja, jetzt habe ich hier so eine Riesenkacke. Das ist doch dumm. Alter, nee. Nee, würde ich nicht. Ist nicht mein Style. Da gehe ich steil. So, wir machen lieber hier einen hin. Den nehmen wir weg. So passt ungefähr viel besser. Den nehmen wir auch noch weg. So passt ungefähr viel besser. So, das hier nehmen wir auch noch mit. Ist wahrscheinlich noch der. Noch das, der hier. Wie sagt man? Kohleflöß? Kohlefloß? Klöße? Auf jeden Fall das gleiche Kohle.
die gleiche Kohleader. So, das ist gleich gewesen sein. Okay, dann haben wir, das heißt, wir haben diese Ader hier abgebaut. Und dann soll das erstmal reichen. Hier haben wir auch noch eine Menge, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich dann wieder eine neue Ader. Und wir haben erstmal 33, keine Ahnung, hatten wir schon welche jetzt mitgenommen? Nee, ne? Die Kohle, die wir bereits zu Hause hatten, die ist auch noch zu Hause. Das heißt, wir dürften jetzt ungefähr 50 Kohle haben oder so. Sollte erstmal reichen. So, einmal wenden. Und dann ab nach Hause. Passt sehr gut. So. Welches ist das Boot? Abbau. Was passiert mit dem Küken? Okay, das spawnt einfach wieder. Okay. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Okay. Ja, genau, die andere war noch zu Hause. Ja, okay, das sieht auch schon wieder wesentlich besser aus. Und wir wissen, dass wir relativ schnell an welche rankommen. Direkt da vorne ist die Höhle. Also, Kohleproblem gelöst. Erstmal. Sehr schön. Okay, das heißt, wir brauchen... Wir können jetzt in der Höhle erstmal direkt nach links und rechts bauen, damit wir endlich mal ein paar Kisten hinstellen können, ne? Das macht voll Sinn. Let's go. Ich baue erstmal nur zu einer Seite, weil, ne, das sollte auch mal müssen. So. Aber jetzt, was kommt, ich schmeiß direkt ein bisschen Eisen rein, weil wir wären wahrscheinlich... Wenn die Axt kaputt ist, bauen wir uns erstmal eine neue Axt und schmeißen dann gleich aber auch noch ein bisschen Kohle rein. Ein bisschen Eisen rein. Jetzt haben wir ja Kohle. Weil wir werden hier eine ganze Menge Äxte verbraten. Äxte. Also schlimmer als Ecstasy. Was? 1, 2, 3, 4, 6 müssen wir noch. Warum kommt hier gleich wieder Sand? Das sollte doch noch gar nicht so der Fall sein. So. Ne, hier, die beiden sieht man später wieder nicht. Von daher können die gleich da bleiben. So, hier aber direkt meine Fackel hin. A, damit ihr mehr seht. Und B, damit ihr erst gar keine Monster spawnen. So. Gut, das heißt, nächste Folge den gesamten Batzen hier an Stein wegnehmen. Wie gesagt, erstmal nur die Seite hier. Und dann haben wir erstmal einen Ort, wo wir endlich mal Kisten aufbauen können. Ja. Also gucken, wie wir das Ganze anordnen. Bis dann.